gut, auf jeden Fall die nächste Frage. Habt ihr schon mal in einem ungünstigen Moment gerülpst oder gefurzt? Zum Beispiel vor Fremden, einer Crush oder was auch immer. Ja. So, dass es bemerkbar war? Ich rülpse jeden Tag 700 Mal im Stream. Alle fragen sich doch. Ja, man kann, ja, man kann doch leise furzen, hä? Dann bemerkt es doch keiner so. Also. Okay, ich glaube, die Frage, ich formuliere sie kurz um, falls die Person sich nicht richtig ausdrücken konnte. Habt ihr schon mal in einem ungünstigen Moment so gerülpst oder gefurzt, dass es euch peinlich war, weil die andere Person es gemerkt hat, Burrito? Jetzt darfst du beantworten, weil jetzt ist die Frage so, dass du hoffentlich eine gute Antwort darauf findest. Tatsächlich nicht. Ich habe die absolute körperliche Spannung, dass wenn ich in einer stressigen Situation bin oder halt irgendwo, wo es halt drauf ankommt, wie in einem Jobinterview oder du bist mit deinem Crush das erste Mal aus oder so, ne? Dammbruch. Dann kann ich mich stundenlang, du Arschloch, dann kann ich mich stundenlang zusammenreißen, aber muss dann halt zu Hause aufs Klo sprinten. Ich weiß noch, ein Ex-Freund meinte mal zu mir, weil ich habe mich immer gewundert, wenn wir, früher meinte er immer, nee, wenn wir, also wenn wir irgendwas gemacht haben, lass uns später nochmal treffen, so in der Stunde. Und ich fahre dich erst heim und dann treffen wir uns in der Stunde. Ich meine, wieso willst du dich denn erst in der Stunde treffen? Das ist voll unnötig, dass ich jetzt immer für eine Stunde nochmal heimfahre und dann da einfach warte. Dann meinte er, glaube ich, so 1,5 Jahre später, ja, ich muss einfach immer scheißen und ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Und deswegen bin ich immer heimgefahren und dann sind wir nach 3 Stunden wieder abgeholt, weil er einfach, ja, in Ruhe scheißen wollte. Ja. Hey, verständlich. Ich meine, wer hat schon gerne Gesellschaft beim Scheißen? Kommt auf den Schiss an, so? I relate to it. Bart, halt meine Hand. Wenn es so richtig anstrengend ist, richtig auf jeden peinlich? Fall kann ich. Also bestimmt habe ich schon mal immer gefurzt und Reiz mitbekommen und dann war es mir peinlich, bestimmt. Aber ich könnte jetzt keine Situation pinpointen. Das ist eine normale Körperfunktion, basically. Ja. Wobei man manche davon eventuell unterdrücken kann oder unterdrücken sollte, ne? So in der Kirche zum Beispiel gerade, wo es auch so halt, ist ein bisschen schwierig. Nicht, wenn dass ich diese Cracker gegessen habe, Digga, das ist raus. Ah, sehr schwierig. Nick, hattest du schon mal so eine Situation? Ich bin mal neben einer, also ich habe mit einer weiblichen Person im Bett geschlafen und ich bin dann wach geworden und dann habe ich gemerkt, ja okay, theoretisch könnte da ein bisschen Luft jetzt entweichen, wenn ich es richtig mache. So. Und dachte ich halt, sind die anderen. Wenn ich es richtig mache? Ich dachte so, es ist halt ein leiser. Aber der war dann lauter als gedacht. Und dann ist die Person davon wach geworden. Mhm. Ja, das kannst du gut überspielen noch eigentlich, weil da ist man noch so im Halbschlaf, dann weißt du. Dann ja, du, ja, das war der. Ich hab's gehofft, also ich weiß es nie, ob es so. Ich bis heute nicht. Hat die, nee, ich glaube, das hat die nicht mitbekommen. Meinst du nicht? Dann machst du auf und dann bist du so richtig dumm und dann schläfst du da ein. Okay. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Luft so riecht, dann ne, ist irgendwann betäubend. Dann nickst du so langsam wieder ein, ob du willst. Reden wir nicht darüber, sondern reden wir darüber, was eure peinlichsten Spitznamen waren. Ich glaube, da gibt's wahrscheinlich den einen oder anderen, der ein bisschen unangenehmer oder peinlicher war. Burrito. Ich will dich nicht. Ich wollte gerade sagen, okay, ich will dich. Danke. Ausnahmsweise mal Toni. Hattest du einen peinlichen Spitznamen? Ja, also ich hatte in der 5., 6., 7. Klasse, hatten wir in Sport immer so eine große Box, wo man halt Musik anschließen. Irgendjemand konnte mit seinem damaligen, mit so einem ganz schlechten Handy noch über dieses Kabel da sein Handy anschließen. Man konnte halt Musik abspielen. Und ich war immer die Person, die immer die Musik, den DJ gemacht hat. Er wurde DJ Tonton genannt, wegen Toni. Und das hat sich ein paar Jahre noch durchgezogen, als es dann auch irgendwie nicht mehr cool war. Und es hat bei mir geklingelt. Tschüss. 1-1 die gleiche, ich hab die 1-1 die gleiche Klingel. Holy shit. Aber hattest du auch den gleichen Spitznamen? Hieß du auch DJ Tonton? DJ Tonton, Alter. Nee. Ich hatte damals meinen ersten Gamer-Namen, bevor ich überall Nick oder Nick Beats hieß, hieß ich Link-Prit. Und das war, weil ich in so einem Smash-Forum meine Lieblings-Smash-Charaktere reinschreiben wollte und ich wollte Link und Pit schreiben, dann habe ich mich verschrieben, dann wurde ich in diesem Forum gebadged, dass ich Link-Prit heiße. Und das ist halt so eine Sache, so ein Insider. Und meine Unterschrift, bei meiner Unterschrift ist, die habe ich halt sehr kreativ gemacht, sowas. Das ist halt so N-E-K, so bang. Und das Chat findet halt, dass da ein I halt nicht drin ist und deswegen nenne ich immer Neck anstatt I. Das ist auch Scarf, ich schwör's euch. Okay. Ani, dein peinlichster Spitzname, den du bisher hattest? Wir haben jetzt in der Schule, haben die mich dann, weil Anissa, die haben mich nicht Anissa genannt, haben mich immer Anissa genannt, was ich ganz grauenhaft fand. Und haben mich halt, Nissi. Ja. Monster von Loch Nissa. Wow, das ist war, ja fucking unkreativ, das war, Alter. Hornisse hatten wir auch. Hornisse. Hornisse, okay. Das ist wenigstens ein bisschen kreativer, Raunhaft. Aber trotzdem. Ja, Burrito, also dein Gamertag ist Burrito auf Doom.
Ja, das sage ich eigentlich genug, wenn wir so darüber nachdenken. Ne? Hast du trotzdem noch einen, der das toppt? Nicht ein Gamertag, aber ich wurde in der Grundschule, also ich heiße Burak IRL und wurde immer Burak Glurak genannt. Jetzt so im Nachhinein ist das gar nicht so wack, weil Glurak ist ein fucking cooles Pokémon. True. Aber als Kind war es so, ich heiße nicht so. Da hat es mich dann halt schon getriggert, bin ich ehrlich. Mein Name ist nicht Rick. Genau. Genau, basically. Und ansonsten, nee. Nie so wirklich peinliche Spitznamen. Dann machen wir weiter. Ich meine, mein Name ist so oder so schon peinlich genug. Ne? Mein erster Gamertag war Shadow of Dusk. Ich habe mir gedacht, das ist richtig philosophisch und episch. Schatten der Morgendämmerung, Abenddämmerung oder so. Aber es ist einfach nur fucking edgy und mega cringy. Was erzählen Gamertags auch? Ich dachte nur so Spitznamen, weil ja, Gamertags... Actually haben mich alle Leute so genannt. Also die Leute haben mich dann nach meinem Gamertag genannt. Das war fucking cringe einfach. Das war wirklich unangenehm. Und nächste dann Frage, ich mir gedacht, Shadow of Dusk. Ja, danke. Was war das Lustigste oder Komischste, was ihr je gegoogelt habt? Oh, ich kann anfangen. Da gibt's bestimmt viel, aber... Das war aus Versehen. Pass auf, ich wollte damals unbedingt ein Instrument lernen. Und ich konnte mich irgendwie nicht so ganz entscheiden, welches Instrument. Und ich wollte Woman Instrument googeln. Oh. Ich wollte einfach ein paar Fotos angucken von Frauen mit verschiedenen Instrumenten und vielleicht irgendwas, was halt cool aussieht, spielen. Und ich gebe Woman und dann INS ein und der erste Top-Suchbar, ich weiß nicht warum, Woman Inside Dead Horse. Oh mein Gott. Und ich bin so, warum wird mir das vorgeschlagen? Und schreib so weiter, mach nochmal, korrigier nochmal so zurück, bin so, Woman Inside Dead Horse, what the fuck? Enter. Ja, und hab mir dann echt lange diesen Beitrag angeguckt zu einer Frau, die ihr Pferd irgendwie illegal geschlachtet hat und es ausgeweidet hat und sich reingelegt hat, nackt und Fotos gemacht was? Hat. Was? Warum aber? Viel Spaß aus Kunst oder? Na, ich glaube, die war krank. Okay, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns das nur ansatzweise toppen kann. Aber erzähl doch trotzdem mal. Ich geh mal kurz auf Dritte. Wie ist gerade, aber Nick, hattest du irgendwas Komisches, was du gegoogelt hast? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt. Das ist jetzt nicht so weird oder so. Aber wenn ihr einen Song im Kopf habt, den ihr irgendwo hört und ihr wollt wissen, wie der Song heißt, dann gebt ihr so ungefähr diesen Text ein, den ihr euch von dem Inhalt, von der Lyric merken könnt. Und dann ist bei mir manchmal so Song with Badutsk. Genau. Suche ich diesen Song, den ich unbedingt im Kopf habe. So. Und das sieht so weird aus im Browser verlaufen. Schön. Song, der goes like, warum? Kill him on a waveform. True. Kill him on a waveform. Also, so wie diese Lyrics sind, googelt man diese Songs immer. True. Das ist actually nice. Das ist actually witzig. Burrito? Ich hatte eine Diskussion, ob Neko Girls Furries sind. Und zwar vor gestern noch, ne? Weil das Thema beschäftigt meinen Alltag häufiger so. Habe ich natürlich mal gegoogelt, was sagt das Internet dazu? Sind Neko Girls Furries? Und ich glaube, das ist so das Weirdeste. Okay. Und? Sind es? Meiner Ansicht nach nein. Denn solange 50% des Menschen noch Haut und kein Fell ist, ist er noch mehr Mensch als Furry. Was ist mit Zentauren? Zentauren sind Pferdemenschen. Das ist wieder was ganz anderes. Okay, aber ich dachte, weil da Hälfte des Körpers... Naja. Gut, Mädchen sehr schwierig. Könnte bei dir auch schwer werden mit deinem Bart, oder? Ich bin basically schon fast Catgirl. Tony, hast du schon mal was Weirdes gegoogelt? Also, mir wurde schon viel weirde Scheiße zugeschickt. Ich glaube, Klassiker sind da das Karussell und Fleisch muss gereinigt werden. Gibt's ganz viele Klassiker, aber ich glaube, selber gegoogelt, mir fällt jetzt nichts zu. Mir fällt jetzt, glaube ich, nichts Spezielles ein. Das Karussell? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ist das Karussell? Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich es wissen will. Ich glaube, ihr wollt es nicht wissen. Okay. Ist nicht, ich will es auch nicht wissen. Okay, Google, suche das Karussell. Mhm. Ja, also ich hatte mal Bock, kennt ihr diese Burger, die so schwarz gefärbt sind? So, aus Spongebob? Dieses Bunte Essen. Burger. Tiefkohle. Genau, Essen, was so schwarz gefärbt ist oder so. Saugeil, habe ich zu Hause, Tiefkohle. Ich hatte irgendwann mal echt Bock auf Waffeln und ich dachte mir so, blau ist meine Lieblingsfarbe, deswegen google ich einfach, wie man blaue Waffeln macht. Oh, blue Waffle! Oh! Das ist so widerlich. War da nicht sogar dieser eine Typ, dieser mit den komischen, verzerrten Grinsen, dieser Opa immer Blue Waffle Guy? Ja. Kann ich nicht. Das war auch so wie auf Reddit. Vor allem, wenn du es aus Versehen. Oh, das ist ja noch schlimmer, als wenn du aktiv danach suchst. Da war ich noch recht klein. Also.
Das macht nicht besser, Bart. Okay, für alle, das ist eine, ich glaube, ausschließlich bei weiblichen Personen eine Geschlechtskrankheit. Guckt euch das nicht an. Guckt es euch nicht an. Also, ach, wirklich. Wenn das nicht alle machen. Ist so. Deswegen, ja. Ich mach's nicht.